Moin, meine lieben Zockerstachel. Willkommen zu einer neuen Folge Story of Seasons. Wir kommen unserer Hochzeit näher. Ja, heute würde ich, glaube ich, ganz gerne mich um Holz kümmern ein bisschen. Dieses eine Holz brauchen wir ja noch. Schon wieder fertig? Ja. Dann brauche ich Blumen. Und ich, Idiot, habe gar keine gepflanzt. Ich wollte eigentlich... Doch, habe ich. Die sind nur noch nicht da. Weil sie wahrscheinlich erst für den Sommer sind. Oh, da flippst du aus. Okay, immer noch nichts zu essen. Mann. Muss ich wahrscheinlich nochmal Tierfutter kaufen jetzt, wa? Wird wahrscheinlich so passieren. Kann mich irren, aber... Ach, ich finde es so schön, dass die Tiere erstmal wieder raus können. Das finde ich schon mal toll. Oh, der Äpfel? Noch nicht ganz. Nee, Äpfel nicht. Das sieht aus wie Orangen, die noch grün sind. Stimmt, wir hatten Orangenbäume mal gepflanzt. Ich erinnere mich. Noch ihr? Ihr habt ja doch noch Futter. Finde ich gut. Jetzt, wo ihr wieder raus könnt, kann das sein, dass ihr mehr draußen esst. Habe ich schon ein paar Mal gefragt. Bis jetzt habe ich in den Kommentaren noch nichts gelesen. Nochmal die Frage an euch. Ist das hier auch so, dass die bei Stardew Valley essen? Also bei Stardew Valley habe ich es ja sogar noch gesehen. Einmal. Wie die da so ein bisschen am Gras gefressen haben. Vielleicht ist das ja so. Hat auch gut geklappt mit, ne? Erstmal rauslassen, damit wir besser an die Eier kommen. Sehr gut. Ich find's schön, wenn Pläne, die ich habe, auch aufgehen. Finde ich toll. Wirklich. Bin ich immer wieder begeistert von. Symphonie werden hier. So. Können die ja auch noch raus? Oh. Freuen sich, dass sie raus können. Jetzt sitzen die nicht so. Ich meine, gut, es sind auch immer die Kühe, die viel Platz wegnehmen, ne? Die sind noch nicht alle draußen. Bäh. Ah, schön, jetzt kann ich hier einfach so hoch. Zack, und wir sind da. Hm.
Ah ja. 3 Stück. Erstmal 2 Stück. Der ist noch nicht fertig. Alles gut. Ich wollte Holz holen. Braunes Alpaka. Bewegen. Ja, zählen wir. Wie nennen wir es denn? Wir nennen es L. Pacino. Ups. Ihr dürft gerne einen anderen Namen vorstellen. Mir fiel jetzt gerade nichts ein, aber wegen Alpaka L. Pacino dachte ich. Cool. Braunes Alpaka. Dass es jetzt drinne ist. Neuer Titel. Tierfreund. Siehst du, wir müssen auch noch mal ins Rathaus. So, ich glaube, das ist das Holz hier, ne? Ich probiere das jetzt mal eben mit einem Baum. Aha. Das ist biegsames Holz. Haben wir genug? Nee, natürlich. Ach, ich bin auch doof. Das ist natürlich das Holz, was wir nicht so viel haben. Ah ja, stimmt. Ich muss auch mal ein paar Baumstümpfe stehen lassen, habe ich gelesen. Weil manche Tiere kommen erst bei Baumstümpfen. Also lassen wir die mal hier stehen. Oder hier so in der Ecke, das kann ich mir, glaube ich, besser merken. Hier so und die so. Die lassen wir alle stehen. Den Rest kann ich dann doch mitnehmen. Übermenschlicher Holzfäller. Da müssen wir ja auch eigentlich wieder was freigeschaltet haben. Muss ich gleich mal wieder gucken. Paar Bäume von? Ja. Das wird auch scheiße teuer. Nachher die den Riesenhersteller davon zu haben. Zu bauen. Zu haben, Alter. Das ist bestimmt scheiße teuer. Oh, das ist noch so einer, oder?
So, dann würde ich gerne noch mal gucken, wie sieht es hier eigentlich mit euch aus? Keine Kohle. Hier muss ich erstmal wieder wachsen. Ach nein, da war er. Oh, ich bin so doof. Morgen nochmal. So, dann gehen wir heute nochmal zu Hans Gnomen. Zu den Gnomensen. Ja, ich glaube, ich muss euch mal wieder Platz machen da. Da kann was rein. Machen wir erstmal die 2. Und eieiei. Musste sein. Oh, guck mal hier. Aber noch nicht voll. Ach, guck mal, die 10 sind voll. Aufteilen. Waren noch 10, ne? Ach, guck mal, eine Bank. 10. Riesenstofffertiger. Und eine Truhe. Farbstoff kann die auch geändert werden. Na ja, gut. Brauche ich nochmal eben eine Truhe. Ach ja, da habe ich ja gesagt, nehme ich immer die jetzt, ne? Ich muss mal eben leer machen. Außer das, was die mir eh hier noch mitgeben, denke ich mal. Dann juckeln wir einmal zu den Gnomen rüber. Die gute Sophie sagte auch, ich soll mal drauf achten. Ich gehe immer an dem einen vorbei, gerade beim letzten Mal, wo ich nach Essen gesucht habe. Oh, schön dich zu sehen. Lass uns dir eine Geschichte über deinen Großvater erzählen. Weißt du, wie Erdgenome werden aus der Natur geboren, also verstehen wir uns selten gut mit den Menschen. Aber dein Großvater hat uns verstanden. Als er hier lebte, ging es uns so gut wie nie zuvor. Wir wollten ihm für seine Güte danken und beschlossen, deinem Großvater zu helfen. Wir haben ihm die Schultern massiert, ihm Lieder vorgesungen und wir haben auch besondere Aufgaben übernommen, die wir nur erledigen können. Die nur wir erledigen konnten. Gott, sorry. Leider war dein Großvater der Einzige, der uns sehen konnte. Er versuchte den anderen Menschen von uns zu erzählen, aber sie alle dachten, er würde sich nur Märchen ausdenken. Dein Großvater nahm es ihnen aber nicht übel. Er hat immer nur darüber gelacht. Und jetzt bist du hier, Kaktus. Das macht uns froh. Wir hoffen, dass du auf ewig ein Freund der Erdgnome bleibst. Ja, will ich auch hoffen.
Der Grüne. Sophie, welchen meinst du denn? Das ist doch, eigentlich ist doch der. Ne, der gibt uns nur Erzeugnisse. Zu Recht. Dann gibt es ja hier den Fischi. Der mit Holz. Und der ist ja Erdgnome verwalten. Der Grasgnom, meinst du den da unten? Den gehe ich jetzt ja auch noch. Gras, flexibles Gras. Eisenerz. Mann, der hat ja jetzt nicht viel gehabt. Aubergine und so, ja. So. Das war's, ne? Ja, die wuseln hier rum. Wahrscheinlich meintest du den, ne? Den hier. Ja, ich weiß es leider immer noch nicht, welcher mir Futter gibt, aber ist jetzt ja auch nicht wild, weil jetzt haben wir ja wieder. Oder jetzt kriegen wir wieder. Jetzt kriegen wir ja wieder. Können wir mal ein bisschen was verkaufen. Hier Brokkoli, Aubergine, Daiku und die Cremesuppe. Großflossen, Riffkalmar. Hatten wir den schon? Ich weiß es nicht. Den bewahren wir mal noch auf. Blume kann hier rein. Jetzt haben wir kaum noch Platz. Genau, nein. Den Kalmar packen wir erstmal hier hin. Das Holz kann hier noch mit rein. Dann haben wir auch wieder ein bisschen mehr Platz. Nicht viel, aber ein bisschen. Milch ist komplett verarbeitet. Oder wird jetzt der Rest verarbeitet, sagen wir mal so. Ah nee, das soll da ja gar nicht rein. Ist ja noch gar nicht verarbeitet. Ist noch gar nicht verarbeitet. So. Was brauchen wir dafür? 10. Dann brauche ich den roten ja gar nicht mehr. Kann ich auch mal wieder verkaufen. Es gibt wieder mehr Kohle. Wo ist er denn da? So, die verkaufe ich jetzt auch mal. Auch eh keine Sau mehr jetzt. Zur Not baue ich mir neue. Da kenne ich ja nix. Jetzt habe ich natürlich gar nichts gekauft. Naja, egal. Die lasse ich mal eben in der Tasche. Hatten wir eben noch eine Blume? Oder habe ich die? Nein. Hier reingetan. Ja, habe ich. Okay.
Ihr seid natürlich noch nicht fertig. Ja, war nicht viel Gold, ne? Gold muss ich vielleicht doch nochmal in die Mine gehen. Ich bin auch so doof, ey. Hier kommt doch das... Naja, andere Holz rein. Egal. Muss es ja eh jetzt erstmal kurz stehen lassen. Dementsprechend ist es nicht wild. Na, so langsam kriegen wir auch das andere, das Ochi-Zeug. Allgemein, was haben wir überhaupt noch offen? Wir wollten jetzt das Haus. Dafür bräuchten wir 20 Ochibahn. Oder halt die Werkzeuge. Wir können ja mal, hoffentlich denke ich in der nächsten Aufnahme dran, mal die Ochi-Axt. Das wäre schon cool. Dass ich da immer einen Knopf drücke, ne? Eine Krankheit. Auch gerade nicht mehr hinterher. Nicht wirklich auf jeden Fall. So, ich mache einmal ein bisschen Platz, dann gehen wir im Bett für die anderen Tierchen da, dieses eine Dingens hier. Wäre gut, wenn der morgen weg ist. Können wir auch bald nochmal ins Museum. Falsch gedrückt. Auf dem Steuerkreuz. Passiert. So. Und dann gucken wir mal, wie es in der nächsten Folge aussieht, ne? Würde ich sagen, ja. Wunderbar. Ja, jetzt habe ich die Kohle gar nicht gemacht. Egal. Gibt Schlimmeres. Ich hoffe, ich denke das nächste Mal dran, diesen scheiß blauen Vogel da zu fotografieren. Ich tippe ja fast nicht, ne? Oh, 10.000. Siehst du, wird wieder mehr. Kaum hat man mal einen Rubin wieder mit drin, obwohl der Rubin gar nicht so viel. Kommt man denn auf 10.000, sag mal? Ach ja, ein bisschen dem anderen Kram hier noch, ne? Okay. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Wenn ihr neu seid, würde ich mich über ein Abo freuen. Und wenn ihr dann noch die Glocke aktiviert, dann verpasst ihr nichts mehr. Schreibt was in die Kommentare, empfehlt mich weiter und wir sehen uns im nächsten Video. Bis denn!